Rückzug mit Verspätung. Ein Mini-Hörspiel von Claudia Falk. Unheilbar krank! Unheilbar krank! Unheilbar krank! Toll, meine Ärztin, so einfühlsam, wie sie die MRT-Aufnahme an die Leuchtwand gehängt und fast gelangweilt auf den Knoten im Kopf gedeutet hat, dann gesagt hat, nichts mehr zu machen, inoperabel, eigentlich. Nichts mehr zu machen, inoperabel, eigentlich. Ja, mit den herkömmlichen Methoden. Da gibt's eine neue OP-Technik für Hirntumore. Wird aber leider von den Kassen nicht bezahlt für Leute über 70. Also für Leute wie mich nicht bezahlt. Es sei denn... Es sei denn, Sie können privat 300.000 Euro locker machen. Nicht? Na dann, sorry. Sie können es sich ja noch mal überlegen. Steht die auf und versucht, meine Verabschiedung zu beschleunigen. Ich solle mich sehr gerne vorne am Tresen für einen neuen Termin melden. Melden Sie sich sehr gerne vorne am Tresen für einen neuen Termin. Sehr gerne. Ich platziere eilig noch eine Frage. Wie lange noch ohne OP? Tja, schwer zu sagen. 3 Monate noch, maximal 6 oder auch weniger. Na dann. Klapp, Tür zu. Wie lange noch? Das entscheide ich, so wahr ich hier stehe. Unheilbar krank. Was macht denn der Obdachlose da? Den habe ich doch erst heute Nachmittag. Auch eine arme Sau. Hat man dem doch alle Münzen aus dem Hut geklaut. Am Nachmittag. Ausgerechnet einem Obdachlosen. Hey, bleiben Sie stehen. Mensch, Sie sind ja mutig. Danke, so ein kräftiger Kerl und Sie dem hinterher. Naja, was habe ich schon noch zu verlieren? Tja, was schon. War dabei völlig aussichtslos, die Verfolgungsaktion. 75-Jährige mit Hirntumor rennt durchtrainierten 30-Jährigen hinterher. Ha! Krank! Unheilbar! Aber der Wille zählt. Soli-Aktion für die Ärmsten sozusagen. Dass der Obdachlose nun auch gerade ausgerechnet hier auf dem Bahnsteig... Wie guckt denn der... So enttäuscht oder müde oder lebensmüde? Unheilbar krank! Man muss nur den richtigen Moment abpassen. Kurz bevor die Bahn abbremst, springen? Nein. Kurz nachdem die Bahn wieder angefahren ist, oder? Jetzt! Mann, das war knapp. Was machen Sie denn für Sachen? Unheilbar krank! Vor dem Tod sterben. Dem Tumor eins auswischen. Rückzug. Also vor den Zug. Verstehen Sie? Und dann kommen Sie. Was ist mit Ihnen? Ach, sagen Sie, heute Nachmittag, das waren doch Sie. Das war echt nett von Ihnen, diesem Kerl hinterher zu jagen. Alles, was ich heute zusammengebettelt hatte, weg. Das zweite Mal in dieser Woche. Was ist mit Ihnen?
Na nichts. Arbeitslos, freundinlos, mittellos, obdachlos. Früher mal Krankenpfleger. Sie sehen auch so aus, als könnten Sie Hilfe gebrauchen. Unheilbar krank. Tja, das ist so. Dann wird mein Rückzug eben Verspätung haben. Wollen Sie einen Job bei mir? Allerdings nur für maximal 6 Monate. Dafür kriegen Sie anschließend auch noch meine Möbel obendrauf. Unheilbar krank. Unheilbar krank. Rückzug mit Verspätung. Ein Mini-Hörspiel von Claudia Falk. Es sprachen Claudia Falk, Andra Jöckle und Martin Müller. Eine Produktion der VHS Mitte in Kooperation mit den Wasserturmmedien, Berlin 2017.